Telemann. Grillensymphonie. Konzert an der Partie. Das erste Konzert für gleich zwei konzertierende Kontrabässe. Leider ist uns der Grund unbekannt, warum er das geschrieben hat. Aber ein wunderbares Werk, wo Telemann seine ganzen Fähigkeiten für tolle Musik ausnutzt und Musik schreibt mit vielen Soli drin, tolle Instrumentalsätze, schöne Klänge und all sein Können aus der französischen, italienischen und polnischen Musik hier drin verarbeitet. Die Grillen sind zum einen die Instrumente, die machen, was wir manchmal imitieren mit unseren Klängen, wie sie also auf der Wiese sind. Zum anderen natürlich die Grillen im Kopf, also das etwas Spleenige dieser Komposition und sicherlich den Spaß, den er gehabt hat. Telemann ist bekannt aus seinen Autobiografien, hat in Kneipen und vor allen Dingen in Polen auch aufgeschrieben nachher, was die Musiker dort musiziert haben und diese Musik in seinen Stücken weiterverarbeitet, was hier vor allen Dingen im dritten Satz deutlich zu merken ist. I've played this piece a few times. There really aren't that many pieces that Chalumeau players get to perform on a regular basis, and thankfully this is one of those pieces. The Chalumeau is a very early form of what would become the clarinet. It has a very small range, and Telemann uses every possible note in this piece. Monteclair war der erste Kontrabassist in Frankreich und unsere Idee war zuerst denken, was könnte ein Kontrabassist in der Barockzeit eigentlich ein bisschen solistisch, nicht basso continuo-mäßig spielen. Hier war die Idee, wir treffen uns, zwei Bassisten treffen sich, einer kommt von da, einer kommt von da, die ganzen Kollegen kommen von überall her und spielen Grillensymphonie.